So, ich begrüße Sie noch einmal herzlich zum Webinar zur deutschen Bibliothekstatistik. Es freut uns sehr, dass Sie bei uns sind, denn wir besprechen heute Hinweisregelungen und Neuerungen für das Berichtsjahr 2018. Und wir werden dann jetzt einmal kurz schauen, wer wir überhaupt sind. Ich bin Christina Kafer, arbeite in der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken in NRW und bin mit einer Kollegin zuständig für den Statistikbereich. Das ist Katharina Fass, die jetzt auch im Chat für Sie da sein wird und Fragen beantworten kann. Und zusätzlich kriegt sie noch Unterstützung von unserem Kollegen Dirk Ehlen, der auch im Chat für Sie da sein wird. In diesem Chat werden auch Fragen gesammelt und Sie können diese Fragen dann entweder direkt beantwortet, also Sie bekommen diese Fragen direkt beantwortet, oder Sie können an dieser Stelle die Fragen sammeln, dann beantworten Sie später einmal. Ich werde jetzt diese Kamera einfrieren, dann ist, denke ich, etwas verwirrend, wenn Sie die ganze Zeit auf die Folie, auf den Chat und auf mein Bild aus der Kamera achten. Deswegen pausiere ich dies einmal. So, ich hoffe, Sie können mich trotzdem noch hören. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und das Bild ist auch hoffentlich in der Kamera eingefroren. Dann, das sollte so sein. Mein Kollege nickt. Wunderbar. So soll es laufen. Gut, dann gehen wir ab zur nächsten Folie. Wir besprechen einmal den Ablauf. Wir starten jetzt mit einem Vortrag von mir, im Grunde genommen 45 Minuten. Das beinhaltet Grundsätzliches zur DBS. Hilfsmittel, die wir und das HBZ Ihnen dabei zur Verfügung stellen, die Neuerungen im DBS-Fragebogen und häufige Fragen, die immer wieder kommen. Zusätzlich geben wir noch eine kurze Information zum Zusatzfragebogen zur DBS. Dies ist allerdings nur ein Punkt, der für die NRW-Kollegen also relevant ist, nicht über NRW hinaus. Im Anschluss haben wir noch Zeit für die Beantwortung von Fragen. Wir werden, wie gesagt, die gesammelten Fragen einmal zum Schluss beantworten, aber auch dann haben Sie noch mal Zeit, Fragen zu stellen. Im Anschluss wird eine kurze Evaluation kommen. Da würde ich Sie bitten, ein, zwei Minuten dabei zu bleiben. Grundsätzliches. Der DBS-Zeitraum zur Erfassung ist vom 2.1. bis 15.2. In dieser Zeit tragen Sie bitte alles ein. Wir sind natürlich immer gerne für Fragen am Telefon, per E-Mail etc. erreichbar. Bitte nutzen Sie das auch. Da muss nicht im Nachhinein noch alles geklärt werden, wenn Sie nicht mehr die Daten ändern können. Das müssten wir dann komplett machen. Generell gilt, Sie bekommen natürlich im Anschluss dieses Webinars das Handout zugeschickt, den Link zu dem YouTube-Video, falls nochmal die Sachen wiederholen möchten. Das ist gar kein Problem. Wir stehen aber, wie gesagt, auch per Telefon und E-Mail für Sie mit Fragen und Antwort zur Verfügung. Wenn Sie wesentliche Änderungen zum Vorjahr haben, wie beispielsweise, dass sich das Haus etwas vergrößert hat, dann nutzen Sie bitte das Feld 199 für Anmerkungen. Dann werden wir diese Rückfragen gar nicht erst stellen. Sie können natürlich aber auch direkt uns als Fachstelle informieren, wie ich gerade sagte. Generell gilt, genaue Werte sind besser als geschätzte Werte. Geschätzte Werte sind aber besser als gar keine Angaben. Das werde ich später nochmal aufgreifen, da dies besonders aktuell ein Feld betrifft, aber dazu kommen wir später. So. Es ist wichtig, dass Schätzungen realistisch sein müssen, also bitte nicht etwas nach oben hübschen, denn auch da bei sehr interessanten Fragen könnten wir wieder nachfragen. Das wäre sehr wichtig. Grundsätzliches, die N und Null kennen Sie ja bereits. Ich möchte das aber nochmal wiederholen, da das teilweise an manchen Punkten immer noch zur Verwirrung sorgt. N ist, dass der Sachverhalt vorliegt, aber der Wert nicht erfasst werden kann. Wenn Sie beispielsweise ein Riesenmagazin haben, aber keine Ahnung haben, wie viele Bestände da jetzt genau drinstehen, oder wenn beispielsweise Ihr Besucherzähler kaputt war und Sie auch keine wirkliche Hochrechnung machen können, dann tragen Sie dort N ein. Null bedeutet, dass der Sachverhalt gar nicht vorliegt. Das heißt, wenn Sie beispielsweise gar kein Magazin haben. Problem ist, wenn Sie null bei den Besucherzahlen eintragen, ist das eher ein Problem. Denn null Besucher ist schon mal kein wirklich gutes Zeichen für eine Bibliothek, die Sie sich vorstellen können. Deswegen beachten Sie das bitte bei der Eintragung. Bei seltsamen Ns oder seltsamen Nulls fragen wir auch nach.
Generell gilt, es gibt Darunterfelder und es gibt Davonfelder. Darunterfelder ist beispielsweise in Feld 9 der Fall, das heißt die aktiven Besucher. Da sind die Darunterfelder Feld 10.1 und 10.2. Das heißt, das sind Teilsummen. Das sind keine kompletten Summen, also 9 ist kein Summenfeld, denn es gibt eine gewisse Menge X, also Feld 10.1 sind ja die unter 12-Jährigen, Feld 10.2 sind ja die über 60-Jährigen, aber Feld X, das heißt die gesamte Zahl der jungen Erwachsenen und Erwachsenen, ist nicht erfasst. Das heißt, hier ist kein Summenfeld vorhanden. Allerdings ist das anders bei Davonfeldern. Beispielsweise Feld 18 ist ein Summenfeld für die Felder 20, 22, 24 und 26. Bitte überprüfen Sie diese Felder auch, dass die Summen übereinstimmen, der Einzelfelder mit der Gesamtsumme. In der Plausibilitätskontrolle wird das Ganze kontrolliert. Wenn da Fehlermeldungen auftauchen, kontrollieren Sie die bitte kurz und korrigieren Sie vielleicht gegebenenfalls. Wenn diese Summen nicht übereinstimmen, werden wir auch da nachfragen, denn diese Summenfelder sind relevant. Wenn da natürlich Sonderfälle vorliegen, das kann immer mal sein, natürlich, entweder Sie merken es in Feld 199 an, wenn nicht, dann müssen Sie mit einer kurzen Rückfrage von uns rechnen. Ich hoffe, das wird dann aber auch in Ordnung. Gut, dann gehen wir weiter zu den Hilfsmitteln. Es gibt einmal natürlich die Definition im Online-Fragebogen. Sie sehen hier nur ein kurzes Feld, denn wir gehen natürlich nicht jede einzelne Definition durch. Das sind die türkisenen Felder. Da kommen immer die gesamte Definition des Felds, inklusive Formeln etc. mit rein. Bitte beachten Sie diese. Das ist mit einem einfachen Klick auf die Feldbeschreibung zu öffnen. Dann gibt es noch das Wiki für die Kunden und Partner des HBZ. Da sehen Sie die kurze Menüaufschlüsselung, was da alles drin ist. Da ist einiges drin, also von FAQs bis hin zu den Auswertungsmöglichkeiten. Da können Sie jederzeit noch Fragen auch beantwortet bekommen. Wie gesagt, Sie können sich aber auch immer gerne an uns wenden. Und dann gibt es noch den VZR-Rechner, auf den wir gleich im Besonderen nochmal eingehen. Hier sehen Sie die Formel für den VZR-Rechner. Keine Sorge, das müssen Sie nicht so die ganze Zeit an der Formel berechnen. Es gibt eine Excel-Datei, die können wir auch gerne in der E-Mail im Nachgang nochmal mitschicken. Die wurde vom HBZ erstellt. Diese Excel-Datei sieht im Grunde genommen so aus. Das ist sehr groß und sieht erstmal sehr kompliziert aus, aber es ist eigentlich schon alles für Sie programmiert. Sie müssen nur in einzelnen Feldern Werte eintragen. In diesem hinteren Bereich sind komplett Formeln eingetragen. Bitte löschen Sie die nicht. Dann funktioniert es nämlich nicht mehr. Das heißt, tragen Sie bitte nur Werte in die Felder ein, die die Ihnen nennen. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus dieser Datei, damit ich Ihnen das Prinzip einmal erklären kann. Sie haben vorne in dem Bereich einen Wert, den Sie eintragen können. Ist die Arbeitszeit der Mitarbeiter. Das heißt, Sie können verschiedene Anzahl von Kollegen eintragen mit der jeweiligen Stundenzahl pro Woche. Auch wenn es beispielsweise nur die Hälfte der klassischen 39 Stunden sind. Als nächstes tragen Sie dann die Anzahl der Monate ein, die gearbeitet wurden. Daraus wird dann automatisch der Wert errechnet, der in diesem Feld 69 eingetragen werden muss. Das Gleiche gilt auch für die Summe der Farmis, also in Feld 70 und die Gesamt-VZR für Feld 68. An dieser Stelle eine kurze Bemerkung. Bei Erkrankungen oder Ausfall von mehr als 6 Wochen kann in Spalte E die Anzahl der Beschäftigungsmonate entsprechend reduziert werden, aber nur, wenn mehr als 6 Wochen vorliegen bei einer Person. Gut. Dann gibt es das Ganze natürlich auch noch für Ehrenamtliche, denn wir haben ja das Feld VZR Ehrenamtliche. Die sind ja nicht in einer regelmäßigen Stundenarbeitszahl immer mit dabei. Das heißt, sie haben zwei verschiedene Varianten. Einerseits, sie tragen die Stunden und später dann auch die Monatswerte ein. Oder sie sagen, sie machen das in Form von Gesamtjahresstunden, wenn beispielsweise eine sehr sporadische Mitarbeit der Ehrenamtlichen vorliegt. Das Ganze wird dann auch berechnet automatisch und sie bekommen den Wert. Wenn Sie hierzu Fragen haben, es gibt auch im HBZ-Wiki hier nochmal eine ganz ausführliche Erklärung. Das ist wirklich nur ein kurzer Einstieg. Bei Sonderfällen ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig, da müsste man dann gucken. Aber im Grunde genommen, bisher sind die meisten recht gut damit klargekommen.
Gut, dann gehen wir auf die neuen Fragen ein. Ich hoffe, Sie haben an dieser Stelle alles bisher verstanden. Feld 6.1 ist eine der neuen Fragen. Hier muss ich direkt eine Information mit dazugeben. Es wird zum nächsten Jahr eine kleine Änderung geben, denn wenn Sie vielleicht gut aufgepasst haben, gerade bei der Darunter- und Davon-Erklärung, das Davon ist an dieser Stelle hier falsch. Es muss darunter heißen. Das Ganze wird definitiv im nächsten Jahr geändert. Das steht auch schon bereits im 26. Protokoll der Steuerungsgruppensitzung. Das konnte nur aktuell noch nicht technisch umgesetzt werden. Es wird zum Berichtsjahr 2019 dann umgesetzt. Also nicht verwirren lassen von diesem davon. Es ist ein Darunterfeld. Hier ist es ja nur die Publikumsfläche der Hauptstelle in Quadratmetern, die abgefragt wird. Das Feld 6 dazu ist ja die Gesamtpublikumsfläche. Das heißt, wenn Zweigstellen etc. mit dazu kommen. Dieses Feld ist neu eingeführt worden. Bitte fragen Sie da rechtzeitig beispielsweise in der Stadt nach, wie genau die Werte sind, wenn Sie sie nicht vorliegen haben. Bei vielen wird der Wert wahrscheinlich aber auch gleich sein, wenn beispielsweise nur eine Bibliothek, ein Standort vorhanden ist. Gut. Dann geht es weiter. Es gibt noch die Änderungen in Fragen in den Feldern 50 und 50.1. Dies betrifft die Änderungen, die Überschriften und die Definition. Sie sehen hier, dass zwei Möglichkeiten vorhanden sind, wenn Sie Portalkosten wo Sie Portalkosten an der Stelle eintragen können. Sie können also, wenn sie getrennt abgerechnet werden können, das Ganze in Feld 52 eintragen. Wenn nicht, dann ist die Ausnahme, dass Sie es in Feld 50 und damit in Feld 50.1 eintragen können. Wenn Sie hierzu Fragen haben, können Sie sich gerne nochmal bei uns melden. Es gab an dieser Stelle mehrfach Änderungen, dies soll aber definitiv beibehalten werden. Sie sehen hier auch, das möchte ich kurz ergänzen an dieser Stelle, die Links zu den FAQs. Die sind inzwischen neu gekommen. Das ist verlinkt in die Fragebögen rein, unter anderem auch in die Textfelder, in die Definitionsfelder, die türkisen im Fragebogen. Das heißt, wenn Sie zu einer Definition Fragen haben, können Sie die direkt reinsetzen. Also können Sie darauf direkt gehen und Sie landen in den FAQs des HZ. Gut, dann gehen wir einmal weiter. Zu Feld 52. Das ist das Pendant quasi dazu. Hier sind die Portalkosten hingekommen. Es gibt das, wie gesagt, das Problem, dass manche getrennt abgerechnet werden können, aber auch manche nicht. Deswegen gibt es hier eine Variante. Zum Beispiel bei Munzinger ist es hier auch direkt mit aufgeführt. Kann das dann nicht abgerechnet werden? Da können Sie es dann in Feld 50 und 50.1 eintragen, sonst hier in Feld 52 eintragen. So, dann gehen wir weiter zur nächsten neuen Frage. Wir hören gerade auch nichts mehr, sehe ich gerade. Wir haben ein bisschen Lautsprecher oder Lautstärkeprobleme. Mir wird angezeigt, dass meine Stimme ganz normal übertragen wird. Die Kollegen versuchen das, genau, die kriegen das hin. Wir schauen einfach weiter. Wie gesagt, das Video wird über YouTube auf jeden Fall veröffentlicht. Das heißt, Sie können im Nachgang das nochmal hören. Wir würden im Nachhinein auch nochmal schauen, wo wir eventuell noch Verbesserungen vornehmen können, ob es an der App liegt oder woran genau. Dann gehen wir weiter zu Feld 94.1. Dieses Feld, da haben wir die Ankündigung bereits im Mai rumgeschickt über unsere Kommunikationskanäle. Dieses Feld wurde komplett neu eingeführt. Das ist also die Anzahl der Besucher bei Veranstaltungen. Wenn Sie die Zahl, also Zählung logischerweise erst ab Mai machen konnten, können Sie ja schauen, ob Sie eventuell entweder als Schätzzahl das Ganze hochrechnen für das Gesamtjahr. Sie können hier aber natürlich auch jederzeit N eintragen für dieses Jahr. Wir werden das nicht zurückfragen, da diese Änderung ja erst im Mai verkündet wurde. Dann, ups, jetzt bin ich wieder zurückgesprungen, ich gerade, warum auch immer. In Feld 94.1, genau, das war die Änderung. Es gibt noch sonst, also noch weitere Neuerungen, die werde ich jetzt aber nur so verkünden, da das keine gravierenden Textänderungen sind. Es ist einmal das Feld 74, 74, sonstiges Personal VZL ist der Titel.
Dort dürfen Schüleraushilfen mit eingerechnet werden. Ich habe das zurückgefragt beim HWZ. Da können, wie gesagt, Schüleraushilfen mit eingerechnet werden. Wenn Sie dazu noch weitere Fragen haben, können Sie sich auch jederzeit gerne an uns wenden. Generell gibt es noch zwei Ankündigungen, und zwar der Termin der Steuerungsgruppe. Der war ja bisher immer Anfang Februar. Der ist jetzt auf Mitte März verlegt. Das heißt, wir können, vorher war es so, dass wenn Anfang Februar Fragen oder noch keine Anmerkungen von Ihnen angekommen waren beim HBZ oder bei uns, dann konnten die erst quasi 2 Jahre mussten die bearbeitet werden, weil die Steuerungsgruppe sich nur einmal im Jahr trifft. Das kann jetzt zum nächsten Berichtsjahr dann direkt geändert werden, dadurch, dass sich die Steuerungsgruppe trifft. Das heißt, alle Fragen und Anmerkungen, die jetzt bis Mitte März bei uns oder in dem HBZ eingegangen sind, können dann schon diskutiert werden in der Steuerungsgruppe. Das ist für uns, denke ich, eine sehr gute Änderung. Wir hoffen jetzt, dass natürlich dann auch Fragen, Anregungen oder Änderungswünsche von Ihnen kommen, damit diese auch eben direkt von uns weitergeleitet werden können. Gut. Die E-Mail-Adresse, wenn Sie es direkt ans HBZ Änderungen weiterleiten wollen, ist dbs@hbz-nrw.de. Generell gibt es auch noch eine Information für die Bibliotheken, die eine Open Library haben. Bitte zählen Sie in Feld 7 und 8 Jahres- und Wochenöffnungsstunden nur die Servicezeiten der Bibliothek. Das heißt, die weiteren Öffnungsstunden ohne Servicezeiten vermerken Sie entweder nur in Feld 199, damit es im Fragebogen mit erfasst ist. Sie können es auch uns gerne mitteilen, dann würden wir es für Sie in Feld 199 eintragen. Bitte tragen Sie aber nicht die kompletten Open Library-Öffnungszeiten ein. Gut. Dann, das war es soweit mit den Neuerungen. Dann gehen wir einmal weiter. Und zwar zu den verschiedenen Fragen, die kommen. Feld 12.1 ist nach wie vor, bleibt geschlossen. Es wird nach wie vor an Änderungen da gearbeitet. Wir bitten Sie da noch um etwas Geduld. Die Kollegen beim HBZ arbeiten stetig. Generell bitten wir Sie auch nochmal, die Fragen, die sind, erst mit den Definitionen und den darin enthaltenen Formeln abzugleichen. Ganz häufig sind es einfache Summenfehler etc. Da bitten wir Sie um Mithilfe an dieser Stelle. Für uns und die Kollegen ist das gerade im Februar, März immer eine sehr stressige Zeit, da wir von ganz NRW die Fragebögen einmal mit durchkontrollieren, um natürlich möglichst Fehler auszumerzen, die für Sie dann später zum Nachteil werden können. Wenn einmal Fehler bis Ende Mai drin sind, dann können die auch nicht mehr geändert werden. Die Kollegen vom HBZ können nach Ende Mai keine Änderungen mehr vornehmen. Deswegen bitte kontrollieren Sie, schauen Sie sich noch einmal die Formeln an. Die sind bei sowas sehr hilfreich und schauen Sie noch mal die Zahlen genau an. Sonst ist es leider in der DWS drin. Man kann im Nachgang nur noch in Feld 199 eine Anmerkung schreiben. Das ist möglich, aber das war's dann auch. Es gibt noch einen Hinweis hier, der ist jetzt nicht mit auf der Folie drauf. Feld 42, die verliehenen Austausch- und Blockbestände. Da kam häufig die Rückfrage, wo die Medienboxen eingerechnet werden sollen. Das heißt, Medienboxen für Kitas und Schulen, die regelmäßig ausgeliehen werden. Das können Sie in Feld 42 tun. Gut, dann gehen wir weiter. Das Ziel einzelne oder mehrere Felder, die auch noch häufig Fragen beinhalten, waren die Felder 34 und 35. Bitte achten Sie darauf, wenn Sie in einem Medienverbund sind, dann hauptsächlich Feld 4 oder eigentlich nur Feld 34 und 1 und 34 2 zu nutzen. Wenn Sie in keinem E-Medienverbund sind, dann Feld 34 1. Aber, das sage ich jetzt ganz langgezogen, denn es gibt noch die Ausnahme, wenn Sie in einem E-Medienverbund sind, aber noch Zusatzbestände haben, die unter diesem Feld erfasst werden. Dann können Sie auch in alle drei Felder eintragen. Allerdings ist das mit einem sehr großen Aber. Meistens wissen die Kollegen, die es betrifft, auch, dass es sie betrifft. Sie können sich dazu aber auch gerne nochmal mit Fragen an uns wenden, dann können wir das zusammen einmal durchsprechen. Als nächstes geht es noch zu den Entleihungen. Wichtig ist, dass das können wir leider wirklich nicht kontrollieren, weil das liegt bei Ihnen. Die Entleihung der virtuellen Bestände, dass dort nur die Entleihung Ihrer Bibliothek eingetragen werden und nicht die des gesamten Verbundes. Der Bestand ist natürlich einzugänglich, aber die Entleihungen sind natürlich wichtig, dass die nur von Ihrer Bibliothek sind.
Gut, dann gehen wir zu den Finanzen. Wir haben hier einmal markiert eine Hinrechnung und eine logische Rückrechnung. Das steht so, wie es ist, auch nochmal mit den Formeln alles im Handout drin. Das heißt, mitschreiben, wie gesagt, brauchen Sie nicht. Da sind nochmal die Punkte, dass Sie 49 und 53 zusammenrechnen, ist die Formel 4 Feld 54. Sie können aber, um das Ganze logisch rückzurechnen, ob Sie jetzt wirklich keine Gewinne gemacht haben, was ja alle außer die privaten Bibliotheken nicht machen dürfen, können Sie nochmal die Rückrechnung machen, indem Sie Feld 55, die Ausgaben des Trägers für die Bibliothek, Feld 56, die Fremdmittel und Feld 63, die eigenen Einnahmen zusammenrechnen. An dieser Stelle auch nochmal die Anmerkung, schauen Sie sich bitte genau die Definition von Feld 55 an. Hier ist wichtig, dass Sie die eigenen Einnahmen rausrechnen. Die Ausgaben der Stadt werden sich verringern durch die eigenen Einnahmen, da die eigenen Einnahmen ja wieder an die Stadt zurückfließen, im Normalfall. Das bitte beachten an dieser Stelle. Wenn uns da was komisch vorkommt, würden wir sonst auch Fragen stellen. So, dann kommen wir zu den Veranstaltungen. Hier ist auch wichtig, wir haben das Summenfeld 94, das heißt die Unterfelder 95, 96, 97 und 98 werden hier zusammengerechnet. Jede Veranstaltung wird nur einmal gezählt. Das heißt, wenn wir beispielsweise eine Bibliothekseinführung für Kinder haben, wo es ja zwei Felder zu gibt, in die es reinpassen würde, zählen Sie bitte diese Veranstaltung bei einem dieser Felder. Entscheiden Sie sich da an dieser Stelle. Das ist natürlich etwas schwierig, weil es gibt natürlich häufig überschneidende Veranstaltungen, aber sonst gibt es einen Fehler in der Plausibilitätskontrolle, die wir bemerken und dann auch nochmal nachfragen würden. Gut, der Zusatzfragebogen. Es gibt eine neue Entscheidung beim Zusatzfragebogen. Wir haben ihn für das Berichtsjahr 2017 eingeführt, um weitere Informationen zusammenzufassen und zu bekommen, die nicht in der DBS erfasst werden können, die aber wichtig sind für unsere gesamten Auswertungen zur Weiterleitung ans Ministerium etc. Dieser Zusatzfragebogen wird aber jetzt nur alle 2 Jahre erfasst. Wir haben uns im letzten Jahr den Zusatzfragebogen nochmal genau angeschaut und die Entwicklung, die es gab im letzten Jahr. Und der Aufwand würde an dieser Stelle nicht lohnen. Das heißt, die nächste Eintragungsphase ist im Januar 2020. Wir werden auf unseren Kommunikationskanälen im Dezember, November, Dezember 2019 natürlich nochmal ausführlich darauf hinweisen, dass dieser wieder kommt. An der Stelle sind die gesamten Zahlen, die dort erfasst werden, einfach zu uns, also zu wenig variabel und sie haben eine zu geringe Fluktuation. Wenn Sie Änderungen haben, beispielsweise was Öffnungsstunden betrifft, alle Zahlen, die in der NRW-Statistik auftauchen, die wir natürlich rausgeben, veröffentlichen und auch ans Ministerium weiterleiten, dann können Sie uns die gerne so mitteilen. Dann würden wir die extra natürlich nochmal übernehmen und die Änderungen einfügen. Wenn nicht, würde in der NRW-Statistik die Zahl von Januar 2019 stehen. Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar zu den Fragen. Ich werde jetzt die Kamera wieder anstellen. So, und ich hoffe, Sie können mich alle sehen. Wunderbar. An dieser Stelle genau die Fragen. Bisher konnten alle Fragen beantwortet werden. Das freut mich. Aber wir stehen natürlich jetzt noch gerne für Fragen zur Verfügung. Genau. Ich schicke das PDF auf jeden Fall nochmal rum. Also die Vortragsfolien weniger. Ich schicke den Link rum. Wenn Sie möchten, kann ich die Vortragsfolien natürlich auch noch mit einfügen. Es steht aber alles so, wie es ist, original im Handout drin. Das heißt, das wäre eigentlich doppelt gemoppelt. Das Handout hat zusätzlich noch Informationen mit bei. Ich denke, das ist an dieser Stelle wahrscheinlich sogar besser. Es wird auch direkt per E-Mail an Sie verschickt. Genau. So. Mal schauen, ob sich noch weitere Fragen ergeben. Sie sehen hier auch schon mal eine kurze Ergänzung, unten die Kontaktdaten. Das heißt, wenn Sie noch Fragen haben, die sind auch noch mal im Handout drin, dann können wir die noch sehr gerne beantworten, telefonisch oder auch per E-Mail. Das Handout und das wird in den nächsten Tagen rumgeschickt, wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche. So, die nächste Frage.
werden bei Veranstaltungsreihen alle Termine einzeln gezählt. Es wird immer eine Veranstaltung gezählt. Bei Veranstaltungsreihen ist eine gute Frage. Ich kann mir gerade noch mal eben die Definition aufgreifen, aber eigentlich wird dort jeder Termin einzeln gezählt. Ich öffne noch mal gerade die Definition, aber so haben wir es bisher immer gemacht. Dann eine Sekunde. Ja, genau. Ist die Summe aller angebotenen Veranstaltungen. Das heißt, da sind die einzelnen Termine anzugeben. Das würde ich empfehlen. Bis wann soll die DBS gemacht werden? Das Datum. Bis zum 15.02. können Sie eintragen online. Ab dem 2.01. Ich kämpfe immer mit der Definition der aktiven Benutzer. Können Sie diese noch einmal erläutern? Das ist eine sehr komplizierte Definition. Die Definition ist, dass jeder Benutzer ein aktiver Benutzer ist, wenn er die Bibliothek betritt. Das heißt, es zählen dort nicht mehr die reinen Ausleihen. Das Ganze ist eine recht komplizierte Formel, die man berechnen kann. Ich habe dazu eine kurze Auflistung erstellt im letzten Jahr. Die kann ich gerne auch noch mal per E-Mail mit rumschicken. Das Ganze ist so, dass natürlich auch die Nutzer gezählt werden sollen, die die Veranstaltung besuchen und nicht nur die rein, die eine Ausleihe tätigen. Das heißt, alle, die einen Benutzerausweis haben und die Möglichkeit haben, die Bibliothek in vollem Umfang zu nutzen. Weiter ist diese Definition leider noch nicht gekommen. Wir werden an dieser Stelle auch keine Rückfragen aktuell stellen, denn es ist ein sehr heterogenes Feld. Teilweise gibt es ja auch Bibliotheken, die keine Benutzerausweise haben. Für die ist das nochmal eine Sonderregelung. Es ist so, also ich schicke diese Auflistung, die ich mal gemacht habe, mit per E-Mail. Das ist ganz gut. Da sind verschiedene Varianten jetzt aufgeschlüsselt, auch mit verschiedenen Bibliothekssystemen. Das ist sehr ausführlich. Wenn Sie dazu dann noch weitere Fragen haben, können Sie sich immer natürlich gerne an uns wenden. Das ist aber aktuell auch noch, kann ich sagen, ein sehr heiß diskutiertes Feld. Das wird auch nach wie vor noch in der Steuerungsgruppe diskutiert. Deswegen seien Sie da beruhigt. Ich glaube, da ist die Eintragung auch so heterogen, da kann man aktuell keinen definitiven Vergleich anführen zwischen verschiedenen Bibliotheken. Ich hoffe, damit konnte ich Sie etwas beruhigen. Die nächste Frage. Open Library Info war schnell. Nur Servicezeiten bei 7 und 8. Zusätzliche Open Library Zeit in Feld 199. Das ist korrekt, genau. Das heißt, Sie tragen die Servicezeiten ganz normal für die Hauptstelle. Und insgesamt in Feld 7 und 8 Jahresöffnungsstunden und Wochenöffnungsstunden ein. Die Open Library Zeiten werden dann extra in 199 erfasst. Diese Open Library Zeiten werden unter anderem auch in unserem Zusatzfragebogen abgefragt. Das ist einer der Gründe, warum wir diesen Zusatzfragebogen haben. Da, wie gesagt, kommen Sie dann im nächsten Jahr erst, wird die Abfrage wieder laufen. Das ist aber, wie Sie sehen, ein guter Grund dafür. Wenn Sie schon welche haben, vermerken Sie die, wie gesagt, aktuell in Feld 199. Ich weiß aber auch, das HBZ und die Steuerungsgruppe arbeitet dort an einer Änderung des Feldes, da immer mehr Open Library Bibliotheken existieren und darauf auch eingegangen werden muss. So. Wird der Pressreader in Z38 oder 40 gezählt? Da muss ich mir gerade noch mal ganz schnell die 38 und die 40 anschauen, muss ich gestehen. Einzelne. Es wird. So, da schaue ich mir gerade noch mal die Definition an. So, es wird als eine Datenbank gezählt, das heißt in Feld 38. Da haben wir extra auch nochmal eine Rückfrage ans HBZ gestellt gehabt und uns da die Info gemerkt gehabt, dass es, wie gesagt, eine Datenbank in Feld 38. So, bei Frage 16 sollen auch die E-Medien mit eingerechnet werden, obwohl bei Frage 15 die E-Medien nicht mit eingerechnet werden sollen. Habe ich das vom letzten Jahr aus richtig verstanden? Da gucken wir uns nochmal kurz bei 15 und 16 an. Eine Sekunde. 15 sind die Medien in Freihandausstellung insgesamt der Bestand. Feld 16 sind die Medien in Freihandausstellung bzw. im direkten Zugriff insgesamt. Das sind die Entleihungen dazu. Gut, Ihre Frage war jetzt, die E-Medien sollen dort mit, genau, Sie sehen die Formel. In Feld 16 werden die E-Medien laut Formel mit eingerechnet. Das heißt, das ist
hier sind ja auch die Entleihung der Medien im direkten Zugriff mit gemeint. Die Medien in Freihandausstellung gibt quasi die Aussage dazu, wie viele Medien bei Ihnen nicht virtuell, sondern im Präsenzregal stehen. Das sind andere Aussagen, die hier getätigt werden. Die Felder dürfen Sie quasi nicht miteinander verbinden. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Sie sehen das unter anderem auch, wenn Sie sich die Felder 13, 14 und 14.1 anschauen. Da ist es eine ähnliche Aufschlüsselung. Bitte schauen Sie sich dazu bei der Interpretation der Zahlen immer die Definition sehr genau an. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie sich, wie gesagt, nochmal gerne bei uns melden. Hier ist ein gutes Beispiel, warum man sich die Formeln sehr genau anschauen sollte. Das ist kurze Info dazu. Es ist manchmal etwas verwirrend, aber das ist die deutsche Bibliothekstatistik ist ein Fragebogen, die quasi als Grundlage dienen soll für verschiedene Informationen über das Bibliothekswesen, und zwar deutschlandweit. Das heißt, manchmal sind für die einzelnen Bibliotheken die Fragen etwas schwierig oder nicht sonderlich relevant, aber sie geben im Gesamtkontext ganz andere Aussagen dann wieder. Deswegen ist es auch mal interessant, sich die Auswertung vom HWZ anzuschauen. Die geben ja auch das Poster immer mit raus, weil da sieht man dann den Kontext teilweise für viele Fragen. So, das war jetzt, so wie ich das sehe, die letzte Frage. Nochmal die letzte Chance für Sie, eine Frage zu stellen. Gut, das sieht nicht so aus. Wie gesagt, wir werden Ihnen das Handout per E-Mail im Nachgang rumschicken. Wir werden Ihnen den Link zu dem YouTube-Video nochmal mitschicken. Wir werden jetzt, haben wir uns mit aufgeschrieben, die Berechnung für die. Eine kurze Frage noch. Okay, stellen Sie. Gar kein Problem. Ich rede einfach schon mal weiter, dann können Sie in Ruhe die Fragen stellen. Wir werden Ihnen die Definition für das Feld 9, für die aktiven Benutzer nochmal mit anfügen. Und dann können Sie uns, wie gesagt, zusätzlich noch weitere Fragen stellen. Wir warten jetzt noch mal kurz, bis die Kollegen noch ihre Fragen eingegeben haben. Eventuell können wir die dann auch noch klären. So, ich hoffe, die Kollegen geben die Frage auch noch ein. Wir hoffen, dass sie nicht gerade von der Technik rausgeschmissen wurden. Wie gesagt, es wird gleich im Anschluss noch vier Fragen zur Evaluation kurz geben. Es wird keine separate Evaluation vom ZBIW geben. Deswegen wäre es super, wenn Sie die Fragen beantworten. So, da ist die nächste Frage. DigiBib und DiviBib zählen nicht zu den, ich rate immer, es heißt Portalen. Doch, an dieser Stelle schon. Da haben Sie eine andere Auskunft erhalten. Ich kann mir nochmal die Definition genauer anschauen, ob da irgendwas Missverständliches drinsteht. Da muss ich gerade mal überlegen, welches Feld das ist. Eine Sekunde, ich scrolle mich durch den Fragebogen durch. Meinen Sie in Feld 52? Pinkert, können Sie mir das einmal kurz beantworten, ob Sie in Feld 52 die Portale meinen? Oder ob wir da jetzt an dem falschen Feld gelandet sind? Hier ist ja die Möglichkeit, dass Sie es an zwei verschiedenen Orten eingeben können, je nachdem, wie die Abrechnung ist. Ja, Sie meinen Feld 52. Da können Sie, wie gesagt, die Kosten auch in Feld 52 vorrangig eintragen. Wenn es nicht funktioniert an dieser Stelle, dann, weil Sie die Kosten nicht einzeln haben, dann tragen Sie in Feld 50 und 50.1 ein. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann hoffe ich, dass ich alle Fragen zu Genüge beantworten konnte. Wie gesagt, die Sachen werden noch rumgeschickt, und dann würden wir jetzt an dieser Stelle einmal die kurze Evaluation mit einblenden. Ich hoffe, Sie sehen sie alle. Und würden Sie mir hier einmal ein paar kurze Feedbacks geben? Gut, die ersten Feedbacks kommen. Das ist super. Wie gesagt, es wird kein separater Feedbackbogen vom ZBIW herumgeschickt, da dieser zum Webinar erstmal entwickelt werden muss, da natürlich die Anforderungen ganz anders sind als an klassische Fortbildung.
Wir können auch gerne noch Schulnoten benoten. Das ist natürlich auch ein gutes System. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich kriege keine 6 von Ihnen. Aber ich nehme es auch nicht persönlich, wenn ich eine kriege. Keine Sorge. Gut, dann. Warten wir es einmal ab. Ich werde auch schon mal die nächste Frage mit einblenden. Dann können Sie die schon einmal mit beantworten. Ich befürchte allerdings, ich kenne die Antwort schon auf diese Frage. Gut, ich denke mal, die erste Frage kann ich dann an dieser Stelle schon mal wieder mit rausziehen. Dass wir die meisten Informationen bekommen. Dann kommt auch schon die nächste Frage. Dann blende ich die eine Technikfrage nochmal aus. Das scheinen alle Antworten gekommen zu sein. Und dann kommen wir zur letzten Evaluationsfrage, die ich Sie bitten würde, einfach zu beantworten. Interessant, dass die Kollegen, die ich gerade im Chat gesagt haben, dass die Fragebox jedoch kein Sendefeld hat. Okay, das ist eine interessante Information. Bei uns funktioniert das ohne Probleme. Wir werden es mal auf welchem Gerät benutzen Sie aktuell? Also sind Sie am festen PC oder sind Sie an einem Laptop oder an einem Tablet? Das würde uns doch nochmal interessieren. Enter-Taste klappt, genau. Damit habe ich jetzt auch, interessanterweise gibt es bei uns ein Sendefeld in Form von einer kleinen Sprechblase unten rechts, direkt neben dem Eintragungsfeld. Deswegen wundert es uns, dass es bei Ihnen nicht der Fall ist. Kann natürlich sein, dass das auf verschiedenen Desktop-PC. Okay, interessant. Gut, ich denke, die Umfrage ist aber jetzt dann soweit. Bei den Anmerkungen auf jeden Fall abgeschlossen. Nehmen Sie sich noch Zeit. Wenn Sie Vorschläge haben fürs nächste Jahr, nehmen wir die immer gerne mit auf. Sie können uns die aber natürlich auch im Nachgang per E-Mail schicken oder so. Dann können wir die auch noch gerne mit einbinden. So, ich denke, die meisten haben ihre Antworten gegeben. Vielen Dank für die Zeit, dass Sie sich die nochmal kurz genommen haben. Und wir hoffen, wir konnten Ihnen alle Fragen beantworten. Und wir hoffen, dass wir Sie ein bisschen besser noch auf die DWS vorbereiten konnten an dieser Stelle. Wir werden, wie gesagt, die E-Mail in der nächsten Woche rumschicken. Sollte es Ende der Woche werden, haben Sie Verständnis. Wir müssen natürlich auch noch erstmal das Video kurz auf YouTube hochladen, dazu bearbeiten. Das heißt, das kann auch noch ein, zwei Tage dauern, aber vor Weihnachten kommt es auf jeden Fall noch. Das wird in der nächsten Woche, denke ich, laufen. Bisher gab es immer nicht sonderlich viele Probleme. Gut, dann bedanke ich mich, dass Sie mir zugehört haben und ja, auch mit Ihren Fragen weitergeholfen haben. Das hilft uns immer auch als Feedback so ein bisschen, wo noch vielleicht ein paar Schwierigkeiten liegen. Und ich hoffe, Sie haben wunderschöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und wenn Sie möchten, melden Sie sich bei Fragen gerne im Januar während der Einführungsphase schon bei uns.
können wir vielleicht von vornherein direkt Fragen beantworten. Haben auch Sie einen schönen Tag. Dann werden